Der Laden ist gar nicht so übel, wenn du erstmal den Bogen raus hast und gewissen Leuten aus dem Weg gehst. Es gibt auch welche, mit denen du dich besser nicht sehen lässt. Zum Beispiel Johnson. Er kommt vom Theater und hat irgendwann mal Bozo den Clown gespielt. Und da drüben haben wir den Stinkbesen. Der wechselt nie die Klamotten. Dem darfst du dich nur mit einer Gasmaske nähern. Der musste mal nachsitzen, weil er so stinkt. Und da sitzen die Skinheads. Das sind Neonazis, echt? Nicht hinsehen. Und hier vorne, das sind Biff und Pitt. Das sind die lokalen Footballgrößen. Die stehen auf Kampf, die kloppen sich gerne. Weißt du, was ich irgendwie nicht verstehe? Da, wo ich herkomme, da gab's diese Gruppierung nicht. Du hattest jede Menge Freunde. Tja, das ist hier eben anders. Ich würde sagen, du hältst dich am besten an mich. Hey. Stopp. Nein, 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 nicht die. Hab ich dir vorhin schon gesagt. Jetzt hör auf, ich sag ihr nur Hallo. Ihr Freund wird dir das Gesicht abziehen, versteh das doch. Genau so, Junge. Du übertreibst gern, habe ich recht? Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Hi. Ich bin Ken Marx, der neue Mitschüler. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Hi, ich bin Julie. Ja, also freut mich sehr. Ist er frei? Doch, in Mathe war ich immer ganz gut, muss ich sagen. Verdammt, was macht der Typ da? Sieht so aus, als würden die zwei sich gut unterhalten. Gina, kümmere dich um Johnson, ich habe hier was zu erledigen. Oh? Na, geh schon. Für wen hält der Kerl sich? Ich habe keine Ahnung. Aber er sucht Ärger, glaube ich. Hallo, Mr. Johnson. Ich habe über Ihre Vorlesung von letzter Woche nachgedacht und die sekundären Geschlechtsmerkmale und ich hätte da eine Frage. Hör zu, Ken, versteh das bitte nicht falsch. Es wäre besser, wenn du dich von mir fernhältst. Weißt du, ich habe einen Freund und der... Ich habe schon von ihm gehört. Aber das hält mich doch nicht davon ab, dich kennenzulernen. Nein, eigentlich nicht, aber... Auf geht's, komm. Yeah.